Mein Name ist Hassan Ghazi aus Syrien. Ich bin der Vater von Karim und Said. Ich bin Aya. Ich bin Zaina. Mein Name ist Klaus Hara. Mein Name ist Binazi Yusufi. Ich heiße Steffi Mamba. Ich heiße Eric Chungwa. Mein Name ist Rai. Und mein Name ist Han. Hallo, ich bin Raika. Ich bin die Albulina Nika. Warum seid ihr damals aus dem Irak nach Deutschland gekommen? Was hattet ihr für Gründe? Der Grund war, also dort war Krieg und also das Leben war dort schwer. Es ist dort also nicht einfach, es ist immer Krieg und kann man keine gute Arbeitsstelle finden, als irgendwas arbeiten. Und wir haben uns für Deutschland entschieden, weil wir ein besseres Leben euch erhofft haben. Genau. Welche Schule habt ihr im Irak besucht? Ich war in 9. Klasse. Ich habe das nicht fertig gemacht. Ich bin nach Deutschland gekommen. Und jetzt mache ich hier in Deutschland. Du bist jetzt auch wieder in der 9. Klasse oder in der wie? Ja. Mhm. Und welche Schule besuchst du hier? Die Johann-Jakob-Wittmann-Schule in Heilbronn. Und ihr besucht zusammen die gleiche ganz Klasse? Genau. Seit Anfang. Ist es nervig, den eigenen Bruder oder die eigene Schwester mit in der Klasse zu haben? Oder? Nein, überhaupt nicht. Findet ihr es gut? Ja. Lernt ihr dann zusammen zu Hause? Das kommt darauf an. Also wenn wir ein bisschen schwierige Aufgaben bekommen, so wie die Hausaufgabe, dann lernen wir also zusammen und bearbeiten wir zusammen die Aufgabe. Und ja, also. Habt ihr dann Lieblingsfächer? Also hat jeder von euch Lieblingsfächer oder Fächer, die ihr gar nicht mögt? Ja. Also mein Lieblingsfach ist Deutsch. Das lerne ich auch gerne Deutsch. Ja, und es ist eine schwierige Sprache. Ja. Das ist ja wirklich nicht so leicht. Ja, ich kann leider so wenig Englisch und das mag ich auch, aber das kommt auch mit der Zeit, dass man lernt. Also du magst Sprachen sehr gerne. Ja. Ja. Das finde ich auch gut, dass man mehrere Sprachen kann. Mhm. Ja, ja, finde ich auch toll. Und du, hast du auch Lieblingsfächer? Deutsch und Englisch. Mhm. Mathe mag ich nicht. So. Kann ich sehr gut verstehen. Ja. Alle Kinder, die in Deutschland leben, müssen zur Schule gehen. Die Schulpflicht beginnt in der Regel im Herbst des Jahres, in dem ein Kind 6 Jahre alt wird. Der Besuch der Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre. Ab wann das Kind eingeschult wird, entscheidet sich häufig in der Einschulungsuntersuchung, die zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr stattfindet. Falls Kinder bereits im schulfähigen Alter zwischen 6 und 9 Jahren nach Deutschland kommen, sollte eine direkte Anmeldung bei der Grundschule im Wohnort erfolgen. Nach der 4-jährigen Grundschule erfolgt der Übergang in die weiterführenden Schulen. Neu zugewanderte Kinder, die im Alter zwischen 10 und 14 Jahren nach Deutschland kommen und noch keine oder keine ausreichenden Deutschkenntnisse haben, können zuerst Vorbereitungsklassen besuchen, um im Regelunterricht mitzukommen. In der Regel melden die Einwohnermeldeämter der Kommune, in der die Familie wohnt, nach Anmeldung der Familie die Kinder an das Landratsamt. In der Stadt meldet meist das Bürgeramt die Kinder bei Anmeldung an die Stelle Sprachförderung und Schulplatzvermittlung. Falls Einstufungstermine stattfinden, laden Stadt und Landkreis die Kinder zu einem Einstufungstermin ein, bei dem ein Testverfahren in den Fächern Mathematik und Englisch stattfindet. Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Zeugnisse, des Wohnorts sowie weiterer individueller Faktoren erfolgt die Vermittlung an eine für die Kinder geeignete VKL-Klasse einer nahegelegenen Schule. VKL-Klassen werden von vielen Schulen in Stadt und Landkreis angeboten. Ja, weil es immer wieder also so Vorbereitungsklassen gibt oder jetzt auch für Berufsschüler so Vorbereitungsjahre, wo man dann 1 bis 2 Jahre erstmal die deutsche Sprache lernt und dann geht man in die normalen Klassen über. Also das sind Schritte, also dass man mitkommt, also ja. Genau. Da kann man nicht einfach also in der 9. oder 10. Klasse gehen. Ja, genau. Ja, das, ja. Doch, also wenn man eine Abschluss, also Zeugnis hat von Heimatland, dann kann man.
Aber auf jeden Fall muss man erst einen Kurs machen. Was habt ihr gemacht, als ihr frisch eingestiegen seid? Habt ihr nur Deutsch gelernt oder gab es da auch noch andere Fächer? Also das haben wir damals beim ersten Mal nur Deutsch gelernt. Und das zweite Jahr war auch Mathematik. Okay. Aber im ersten Jahr war es reines Deutschlernen. Genau. Ja. Okay. Was fällt denn euch besonders schwer am Deutschlernen? Also was findet ihr besonders schwer an der deutschen Sprache? Die Grammatik. Genau. Okay. Das sage ich auch. Ja. Die verschiedenen Zeiten dann auch. Bei mir besonders der, die das. Das war im Akkusativ und Genitiv. Das Artikel. So. Ja, das fällt mir sehr schwer. Ihr besucht ja auch gerade noch einen Sprachkurs neben der Schule. Mhm. Und das ist ein B2-Sprachkurs. Genau, ja. Genau. Und der findet online statt. Und was lernt ihr da momentan? Wir haben ein Buch, das war B1 plus B2. Wir haben dieses Buch fertig gemacht und jetzt machen B2, nur B2. Und die sind wir fast fertig. Wir haben nur 2 Kapitel. Die machen wir so innerhalb 2 Wochen auch fertig. Dann sind wir fertig mit dem Buch, aber wir arbeiten regelmäßig im Lernportal. Ja. Das ist eine App, da kann man oben machen. Und dann machen wir die Vorbereitung wegen Prüfung. Ach, die Prüfung habt ihr dann auch immer im Sommer, im Juli, August? Ja, also das kommt darauf an, wie man gut ist. Ja, also, ja genau. Ja. Wer schafft, wer nicht. Ja. Ja, klar. Es ist jetzt momentan so nicht geplant. Mhm. Ja. Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 19 Jahren können VABO-Klassen besuchen, wenn sie noch über keinerlei oder keine ausreichenden Deutschkenntnisse verfügen. Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit Beruf ohne Deutschkenntnisse, also VABO, wird von einigen beruflichen Schulen in Stadt und Landkreis angeboten. Nach Anmeldung der Familie im Rathaus meldet das Rathaus die Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren an den geschäftsführenden Direktor der beruflichen Schulen. Manchmal erfolgt die Meldung auch über den Sozialdienst oder das Integrationsmanagement der jeweiligen Kommune oder im direkten Kontakt mit der Koordinierungsstelle VABO, die ihren Sitz beim geschäftsführenden Direktor beruflicher Schulen hat. Auch für VABO-Interessenten findet einmal vor Beginn eines neuen Schuljahres ein Testverfahren statt, um die SchülerInnen entsprechend an geeignete Klassen zu vermitteln. Eine unterjährige Aufnahme in Klassen ohne vorhergehendes Testverfahren erfolgt in Absprache mit der Koordinierungsstelle und je nach Kapazitäten der beruflichen Schulen. In Deutschland unterscheidet man verschiedene Bildungsabschlüsse, die über den Besuch von weiterführenden Schulen erreicht werden können. Nach dem Erreichen der einzelnen Abschlüsse können immer noch höhere Bildungsabschlüsse angestrebt und über den Besuch von darauf aufbauenden Bildungsgängen erlangt werden. Vorab sei gesagt, dass in Gemeinschaftsschulen Kinder unterschiedlicher Leistungsstufen gemeinsam unterrichtet werden, aber je nach Leistung unterschiedliche Abschlüsse erreichen können. In Gemeinschaftsschulen kann also sowohl der Hauptschul- als auch der mittlere Bildungsabschluss erreicht werden. Und falls die Gemeinschaftsschule auch eine gymnasiale Oberstufe führt, auch die allgemeine Hochschulreife. Der Hauptschulabschluss kann nach der 9. oder 10. Klasse einer Haupt- oder Werkrealschule erworben werden und Ausgangspunkt sein für einige duale Ausbildungen, den Besuch einer weiterführenden beruflichen Schule oder den Besuch eines darauf aufbauenden Bildungsgangs, zum Beispiel die 10. Klasse der Werkrealschule, Realschule oder Berufsfachschule. Der Hauptschulabschluss ist auch Ziel des Vorqualifizierungsjahr Arbeit Beruf und kann auch über den Besuch einer dualen Ausbildungsvorbereitung erworben oder verbessert werden. Der Hauptschulabschluss berechtigt nicht zum Besuch eines Berufskollegs oder eines beruflichen Gymnasiums, da hierfür der mittlere Bildungsabschluss erforderlich ist. Wer nach der 9. Klasse auch noch die 10. Klasse einer Werkrealschule besucht, kann diese gegebenenfalls auch mit der mittleren Reife, also dem mittleren Bildungsabschluss, abschließen. Der mittlere Bildungsabschluss ermöglicht den Beginn einer Berufsausbildung an einer Berufsfachschule, aber auch den Besuch eines Berufskollegs, eines beruflichen Gymnasiums oder der Oberstufe eines allgemeinbildenden Gymnasiums bzw. einer Gemeinschaftsschule. Am Berufskollegs und beruflichen Gymnasien kann dann die Fachhochschulreife erworben werden.
Der mittlere Bildungsabschluss kann über den Besuch einer Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule, Berufsfachschule, Berufsschule in Kombination mit einer betrieblichen Ausbildung oder einer Berufsaufbauschule erlangt werden. Die allgemeine Hochschulreife ist erforderlich, um studieren zu können. Sie wird über den Besuch einer Gemeinschaftsschule, eines Gymnasiums, eines beruflichen Gymnasiums oder einer Berufsoberschule erlangt. Man muss mit einer allgemeinen Hochschulreife jedoch nicht studieren. Eine Berufsausbildung oder den Besuch von berufsorientierenden Angeboten ist ebenso möglich. An einigen Fachschulen und Berufskollegs kann auch die Fachhochschulreife erlangt werden. Auch diese berechtigt zur Aufnahme einzelner Studiengänge. SchülerInnen mit Beeinträchtigungen in der geistigen, sozialen, körperlichen oder ähnlichen Entwicklung bzw. festgestelltem Unterstützungsbedarf können ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum besuchen. Bei einigen beruflichen Schulen erfolgt die Schulanmeldung über das Online-Anmeldeverfahren BEWO. Bitte informieren Sie sich für die Anmeldeverfahren direkt auf den Homepages oder im Kontakt mit den Schulen, für die Sie sich interessieren. Neben den regulären Angeboten der Schulen werden vereinzelt auch Bildungsgänge für spezifische Zielgruppen angeboten. Erwachsene können, wenn sie nicht mehr schulpflichtig sind, auch Schulabschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg erwerben. Die VHS Heilbronn bietet zum Beispiel Extraklassen an, um den Hauptschulabschluss nachzuholen. Speziell für MigrantInnen bietet die VHS Heilbronn außerdem einen Vorbereitungskurs auf den Hauptschulabschluss an. Weitere Anbieter von Bildungsangeboten für Abschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg sind zum Beispiel die Abendrealschule Heilbronn und das Kolping Bildungszentrum Heilbronn. Ist das noch die gleiche Klasse wie am Anfang, wo ihr den A1-Kurs besucht habt? Nein, also das ist nicht die gleiche Klasse, sondern ist das ein Hauptschulabschluss. Mhm. Ja, nach dem Hauptschulabschluss kann man ja eine Ausbildung anfangen oder weiter Schule machen kann. Mhm. Ja. Was möchtet ihr machen nach eurem Abschluss? Wisst ihr das schon? Also meine Schwester und ich haben wir entschieden, dass wir weiter Schule machen. Also nach dem Hauptschulabschluss, dass wir noch einen mittleren Reife Realschule besuchen. Ja. Ja. Ja, die mittlere Reife machen. Ja, man kann ja immer weitermachen. Also ja, der wenn man gut ist, ja unendlich. Ja, wenn du nur gut sind, dann kann man weitermachen. Ja. Ja. Habt ihr auch schon Berufsvorstellungen? Wisst ihr schon, was ihr später machen möchtet? Ich weiß selber jetzt nicht, aber meine Schwester. Ich habe mir gedacht, dass ich eine Ausbildung mache als Bankkauffrau. Und man braucht eine mittlere Reife, bevor man hingeht. Und dann kann man die Ausbildung schon anfangen. Wo hast du dich darüber informiert, also über den Beruf? Hast du den schon mal im Internet gesucht? Und Ja. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. Und dann, in unserer Schule gibt es eine Berufsberatung. Genau. Genau, ja. Ja, und sie hilft uns, wenn wir die Hilfe brauchen. Ja. Oder einen Beruf suchen. Da muss man erst einmal einen Termin ausmachen. Und ja, die hilft uns, wenn man nur steht. Ja. Ja. An einigen Schulen sind immer wieder BerufsberaterInnen vor Ort, die Berufe vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Daneben gibt es noch reguläre Angebote, zum Beispiel von der Agentur für Arbeit. Im Berufsinformationszentrum kann man sich zu Studium, Ausbildung und Beruf informieren und nach passenden Ausbildungs- und Arbeitsplätzen suchen. Die Agentur für Arbeit bietet auch Berufsberatungen an. Diese richtet sich an alle jungen Menschen und Erwachsene, die eine Ausbildung, ein Studium oder eine Arbeit anstreben bzw. sich beruflich neu orientieren wollen. BeraterInnen beraten individuell zu allen Fragen der Berufswahl und führen auf Wunsch auch gemeinsam Berufswahltests durch, um Interessen, Fähigkeiten und Eigenschaften zu erforschen. Informieren kann man sich auch von zu Hause aus über das Portal der Agentur für Arbeit Berufe.net. Auch das Jobcenter des Landkreises Heilbronn informiert vielfältig über berufliche Perspektiven. Über den virtuellen Bildungsmarkt werden freie Stellen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Unternehmen in der Region aufgezeigt. Die Suche kann auch individuell angepasst werden. Auch das Jobcenter bietet Beratungen hinsichtlich Arbeits- und Weiterbildungsmarkt an.
Industrie- und Handelskammer IHK sowie die Handwerkskammer Heilbronn-Franken HWK führen Datenbanken der freien Ausbildungsstellen in der Region. Falls also bereits eine konkrete Berufsvorstellung vorhanden ist, kann in den Lehrstellenbörsen nach freien Ausbildungsstellen gesucht werden. Auch Migrationsberatungsstellen der Caritas, Diakonie und des Deutschen Roten Kreuz beraten im Hinblick auf Ausbildungen und Berufe und bieten praktische Hilfe, zum Beispiel beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen an. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 27 Jahren können sich speziell an die Jugendmigrationsdienste wenden. Das Welcome Center Heilbronn-Franken bietet speziell Beratungen für internationale Fachkräfte an. Bei Bedarf wird auch Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche und Bewerbungstraining angeboten. Das Welcome Center ist gut vernetzt mit Unternehmen in der Region und unterstützt diese bei der Akquise und Integration von internationalen MitarbeiterInnen. Die ARGE Flüchtlingsarbeit führt vielfältige Projekte durch, in denen Ehrenamtliche und Hauptamtliche sich für andere einsetzen. Einmal wöchentlich werden Interessenten im Projekt Arbeitsmarktintegration durch das Schreiben von Bewerbungen, bei der Suche von Jobangeboten, durch Training von Vorstellungsgesprächen und vielem mehr unterstützt. Die Jobcoaches Bad Rappenau sind seit 2020 in der Stadt Bad Rappenau aktiv. Das Team der Ehrenamtlichen besteht aus erfahrenen UnterstützerInnen, die in Bad Rappenau Menschen mit Migrationshintergrund beim Ankommen und der Integration in Qualifizierungsangebote unterstützen. Gemeinsam mit den Interessenten machen sie sich auf die Suche nach Praktika, Ausbildungs- und Arbeitsstellen und helfen gegebenenfalls auch im Verständnis von ergänzenden Themen, wie zum Beispiel im Führerscheinerwerb oder bei Sprachkursen. Über diese und viele weitere Unterstützungsstellen kann man sich online informieren und bei Bedarf gegebenenfalls Beratungstermine vereinbaren. Was würdet ihr denn so anderen raten, die jetzt neu in Deutschland sind? Was kann denn noch helfen beim Deutschlernen? Also ich würde raten, dass die einfach also das mit anderen Menschen Kontakten haben oder aufbauen lassen. Und ja, also dass die Hobbys das hier also auch machen. Ja. Das hilft auch manchmal. Und von eurer Familie, ist von eurer Familie noch jemand im Irak? Ja, also dort sind meine Onkel und Nichte und so sind noch dort. Ja, dann haben wir auch Kontakt auf jeden Fall also mit denen. Aber wir mit unseren Geschwistern, Mutter, Vater sind alle hier. Ja. Nur unsere Angehörigen sind dort, unsere Bekannten sind dort. Wie viele Geschwister seid ihr? Also nur ihr beiden oder habt ihr noch weitere? Wir sind drei Mädchen. Oh, okay. Und vier Jungs. Wow, eine Großfamilie. Ja. Genau, ja. Was sind denn so eure Ziele und Wünsche für die nächsten Jahre? Ich wünsche mir auf jeden Fall einen guten Abschluss und eine Ausbildung. Die Ausbildung zur Bankkauffrau vielleicht. Ja, wenn es klappt. Mal sehen, genau. Mhm. Und du? Also ich wünsche mir, dass ich erst ein gesundes Leben habe. Und also, dass ich auch meine Hauptschulabschluss erreichen und auch genauso Realschule. Ja. Ja. Und wenn ich gute Note habe oder bekomme, dann mache ich weiter Schule. Als du dann nach Deutschland gekommen bist, wie lange hat es dann gedauert, bis du so deine ersten deutschen Worte verstehen konntest? Ich glaube 4-5 Monaten. Und kannst du dich noch genau an dein erstes deutsches Wort erinnern? Ja, das war ich heiße. Und alle haben mir gesagt, dass ich es richtig aussprechen soll, weil ich heiße, nicht ich heiße, also nicht zusammen sagen, weil das hört sich dann wie was anderes aus. Ja. Mit wem bist du denn damals aus dem Iran hergekommen? Mit meiner Mutter. Sie wohnt jetzt auch hier in Deutschland? Sie wollte eigentlich nicht hier bleiben und sie ist nach 2 Wochen zurück in den Iran gegangen. Und dein Vater, ist der auch Iraner? Ja. Aber er wohnt jetzt hier in Deutschland? Nee, er wohnt auch im Iran. Okay. Und wie war das dann für dich, also als,
als deine Eltern haben die sich dann dazu entschieden, dass sie wieder in den Iran gehen, aber dass du lieber hier bleiben solltest für deine Zukunft? Oder wie habt ihr das entschieden? Ja, also wir wollten eigentlich nur 2 Wochen in Deutschland bleiben und mein Bruder, also wir sind jetzt hier gekommen, um meinen Bruder zu besuchen. Und dann hat mein Bruder gesagt, dass ja, willst du jetzt hier bleiben? Und ich wusste es gar nicht, weil also ich hatte gar keinen Plan. Ich hatte also Klamotten hatte ich nur Sommerklamotten für 2 Wochen. Ja. Dann es gab eine schwierige Situation im Iran. Mhm. War so ein Krieg zwischen USA und Iran. Und dann haben meine Familie entschieden, dass wenn ich jetzt hier bleibe, das ist besser für mich und die anderen. Wann hast du denn mit der Schule begonnen? Im Oktober 2019. Mhm. Also man fängt normalerweise im September an, aber weil ich erstmal eine Prüfung schreiben sollte, bin ich ein bisschen später angefangen. In Video 1 wurde bereits das Schulsystem erläutert, sowie die Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ohne Deutschkenntnisse. Für Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren ohne ausreichende Deutschkenntnisse gibt es die Vorbereitungsklassen, kurz VKL. Die Jugendlichen werden dann mit deren Familien zu einem Einstufungstermin eingeladen. Dieser findet einmal im Monat an einer Schule statt. Alle Familien bekommen bei Bedarf ehrenamtliche ÜbersetzerInnen für diesen Termin zur Seite gestellt. Diese helfen bei der Verständigung durch Übersetzung des Gesagten in die jeweilige Sprache der Familie. Zu Beginn erklärt die Schule den Ablauf des Termins. Anschließend füllen die Jugendlichen in kleineren Gruppen einen Test mit mathematischen und englischen Aufgabenstellungen aus. Diese können auch ohne Deutschkenntnisse gelöst werden. Anhand der Auswertung der Testergebnisse, des Wohnorts, der Zeugnisse aus dem Herkunftsland, besonderen Bedarfen sowie gegebenenfalls weiteren individuellen Faktoren werden für die Kinder Schulen ausgesucht, die sie zukünftig besuchen können. Die Familien werden in Schreiben darüber informiert. Bei weiteren Fragen zur Vermittlung in Vorbereitungsklassen stehen die Koordinatorinnen des Land- und Stadtkreises zur Verfügung. Speziell für junge Zugewanderte bis einschließlich 26 Jahren und Daueraufenthaltsperspektive gibt es Jugendmigrationsdienste, die kostenlose Beratungen und Unterstützungsleistungen anbieten. Neben Beratungsdiensten zu verschiedenen Themen werden hier auch Gruppen-, Sport- und Freizeitangebote geschaffen. Die Jugendmigrationsdienste werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Träger der Jugendmigrationsdienste der Diakonie ist das Diakonische Werk. Beratungsinhalte sind unter anderem die Bereiche Schule, Ausbildung und Beruf. Neben der Beratung bieten die Jugendmigrationsdienste auch Hilfe bei der Anerkennung von Zeugnissen sowie Schul- und Berufsabschlüssen und bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen. Auf der Homepage finden Sie weitere Kontaktdaten und Informationen. Träger des Jugendmigrationsdienstes in VIA ist der Katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Auch in VIA fördert schulische, sprachliche, berufliche und soziale Integration von jungen Menschen über ein intensives Beratungsangebot. Neben dem Beratungsangebot führt in VIA Gruppenangebote, Elternarbeit und vieles mehr durch. Weitere Informationen zu in VIA finden Sie auch hier auf der Homepage. Die Beratungen sind kostenfrei und freiwillig, unabhängig von Religion und Herkunft, und es wird die Schweigepflicht gewahrt. Hast du damals an einer Testierung teilgenommen? Also diese Prüfung, war das eine Testierung, wo Mathe und Englisch Kenntnisse erfragt wurden? Ja. Okay. Ist das dir leicht gefallen, die Prüfung, also die Testierung, oder? Ja, würde ich sagen. Aber ich war sehr unter Stress, weil alle haben mir gesagt, ja, die Schule in Deutschland ist sehr schwer und alles ist sehr schwer und du musst echt lernen. Und ich habe für diese Testierung, ich glaube, 2-3 Wochen jeden Tag gelernt. Oh, das ist sehr viel. Ja. Wenn du jetzt so überlegst, was du später machen möchtest. Also du hast jetzt gesagt, du möchtest an ein Gymnasium wechseln. Wie lange brauchst du denn jetzt noch für die Realschule bis zum Abschluss? Nächstes Jahr werde ich meinen Realschulabschluss haben. Nächstes Jahr schon? Ja, also in die 10. Klasse. Und dann könntest du weitermachen mit dem Gymnasium? Ja, werde ich auf jeden Fall machen.
Wusstest du schon, bevor du nach Deutschland gekommen bist, dass es hier so unterschiedliche weiterführende Schulen gibt? Nein. Nein. Gibt es das im Iran auch oder wie ist dort das Schulsystem aufgebaut? Es hat einen sehr großen Unterschied und zwar man ist von 1. bis 6. Klasse in Grundschule und dann von 7. Klasse bis 12. Klasse gehen alle zur gleichen Schule. Okay. Gleiche Schule und dann machen alle irgendwie irgendwas wie Abitur. Ah, okay. Ja. Mhm. Abitur. Also die sollen alle studieren, es gibt keine Ausbildung oder so. Ah, okay. Ja. Also das ist sehr wichtig, dass man studiert dort und Voraussetzung für alle Berufe. Ja, ich glaube ja. Aha, okay. Du hast gesagt, wenn du jetzt aufs Gymnasium gehst, du möchtest vielleicht Abitur machen. Mhm. Weißt du schon, was du später mal machen möchtest vielleicht? Ich möchte auf jeden Fall Jura studieren. Oh, und hohe Ziele, ja. Ja, ja und ich interessiere mich sehr für Recht. Recht und Anwältin. Also ich habe mir noch nicht entschieden, ob ich Anwältin oder Richterin werden möchte, aber... Es hat das gleiche Weg. Yeah. Ja, sehr interessant. Und hast du dann auch schon mal dich über die Berufe so informiert oder gab es Berufsberatungen an eurer Schule? Ja, es gab so zwei, dreimal Berufsberatung und die haben mir gesagt, dass ich sehr gute Abiturnote brauche. Mhm. Ja, aber dadurch muss man sich ja nicht entmutigen lassen. Genau. Du warst ja am Anfang in einer Vorbereitungsklasse, oder? Als du nach Deutschland gekommen bist, warst du erst ein Jahr lang in einer Klasse, in der man Deutsch lernt. Ja. Ja. Und gab es da auch noch andere Fächer außer Deutsch oder hat man nur Deutsch gelernt? Ich war gleichzeitig in Vorbereitungsklasse und normale Klasse, also reguläre Klasse. Mhm. Und also ich hatte gleichzeitig extra Deutsch und Normaldeutsch und die anderen Fächer. Du hattest dann einen Teil vom Tag, hattest du dann Vorbereitungsklasse und einen anderen Teil? Ja. Ah, mhm. Und diese Vorbereitungsklasse war dann auch schon an der Heinrich von Kleist Realschule? Ja. Und hat dir das sehr geholfen beim Deutschlernen? Ja, würde ich sagen. Aber das war eher, weil wir waren alle so in unterschiedliche Klassen. Zum Beispiel, es gab einer von 5. Klasse, einer von 8. Klasse, 9. Klasse. Und ich würde sagen, wenn ich nur in diesen Vorbereitungsklasse Deutsch lernen wollte, würde sehr lange dauern. Weil ihr alle auf so unterschiedlichem Niveau schon wart, sprachlich. Mhm. Also was hat dir am meisten beim Deutschlernen geholfen? Auf jeden Fall sprechen. Ich habe sehr viel gesprochen, auch wenn ich falsch gesprochen habe, habe ich sehr viel gesprochen und Serien schauen. Ah, okay. Und, ja. Kannst du uns eine Serie empfehlen? Ja, eigentlich türkisch für Anfänger. Oh ja. Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt neu in Deutschland sind und unbedingt Unterstützung brauchen beim Sprachenlernen oder bei der Suche nach Schule? An wen kann man sich denn da wenden? Weißt du das? Bei mir war das, also ich habe meine Schwägerin gefragt, weil sie hier in Deutschland aufgewachsen ist. Mhm. Und sie hat mir sehr geholfen, bei Lernen und Sprachkursen zu finden und eigentlich alles. Und ich würde sagen, man kann voll viele Sachen mit Englisch auch machen. So zum Beispiel am Anfang, wenn man kein Deutsch kann, kann man auf Englisch sich verständigen. Verständigen und die Leute Fragen stellen. Was ist denn dein deutsches Lieblingswort, Reika? Ich glaube, Streichholzschächtelchen. Steht das auch im Duden? Ja.